Entscheidungen treffen. So triffst du in Zukunft Entscheidungen, beziehungsweise bessere Entscheidungen und andere Entscheidungen, die wirklich für dich gut sind. Und zum Thema Entscheidung muss man vielleicht ein bisschen, klein bisschen ausholen, weil es gibt tatsächlich viele Menschen, die einfach echt Schwierigkeiten haben, eine Entscheidung zu treffen. Das kann ganz, ganz einfach sein im Leben. Man geht irgendwo in die Stadt und wird sich irgendwas kaufen und man kann sich einfach nicht entscheiden. Oder du bist im Business und du willst irgendwelche Aktionen machen. Du merkst, irgendwas ist nicht rund. Du musst einfach eine Entscheidung treffen. Du kannst sie aber nicht treffen. Und eine ganz, ganz wichtige Sache beim Thema Entscheidung ist das Thema, wenn du unsicher bist, dann fehlen dir Daten, dann fehlen dir Informationen. Informationen sind Daten, die uns helfen, also Zahlen, Daten, Fakten, die uns helfen, eine bessere oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Ja, also nochmal, ja, also wirklich Daten sind Informationen, die uns helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und dabei gibt es zwei gravierende Unterschiede. Es gibt allgemeine Informationen und es gibt entscheidende Informationen. Also eine allgemeine Information ist, keine Ahnung was, eine Farbe, ein Preis oder whatever. Ja, aber nehmen wir mal das Beispiel Beratung oder nehmen wir mal das beste Beispiel Immobilienmakler. Wie soll sich denn ein Kunde entscheiden für den Makler A oder B, wenn er eigentlich gar nicht wirklich weiß, was der tut und im Kopf hat, der Makler, Tür aufschließen, dicke Provisionsrechnung zahlen. So, das ist erstmal das, was er als Informationen im Kopf hat, nämlich seine eigene Einstellung, seinen eigenen Blick auf irgendetwas drauf. Also ist es für dich erstmal alle ganz, ganz wichtig, dass du gewisse Dinge neutralisierst. Also schaust, hast du zum Beispiel Vorurteile, hast du irgendwelche Bedenken, hast du irgendwelche Gegenargumente, hast du Einwände, ja? Hast du irgendwas, was in dir ein Unwohlsein erzeugt? Weil das Allerwichtigste ist, wenn du gute, wirklich saugute Entscheidungen im Leben treffen willst, dann musst du in der Lage sein, mit einer gewissen Neutralität an Sachen heranzugehen. Und das kannst du aber nur dann an Sachen neutral rangehen, wenn du die richtigen Informationen hast. Also musst du zwei Dinge voneinander unterscheiden können. Erstens die ganz normalen allgemeinen Dinge, bla bla bla, und vor allen Dingen die entscheidend sind. Also ich gebe dir ein einfaches Beispiel, nämlich eine entscheidende Information könnte für den Verkäufer sein, wie viel Provision muss ich denn überhaupt bezahlen? Aber eine weitere entscheidende Frage könnte sein, was bekomme ich denn dafür? Also was ist die Leistung vom Makler? Wenn also der eine 6%, also 3% innen, 3% außen haben will, oder meinetwegen auch nur eine reine Verkäuferprovision, aber ich weiß überhaupt gar nicht, was der tut, dann ist das natürlich eine andere Information, als wenn du draußen dem Verkäufer einen 10-Punkte-Plan vorlegen kannst und diesen 10-Punkte-Plan mit extrem guten Informationen untermauern kannst, wie erstklassigem Exposé, wie einer riesengroßen Datenbank und Datenmenge an vorgemerkten Kaufinteressenten, an einer High-End-Bewertung der Immobilie, richtig cool, richtig vom Feinsten. Und der Kunde, der ist förmlich extrem begeistert davon. Ja? So, also das sind mal so zwei Unterschiede. Was du brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen, ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, wie bei allem im Leben. Du musst wirklich wissen, was du willst. Und zwar ist das, du formulierst ein Ziel, also eine allgemeine Absicht, ja, die du erreichen, was du erreichen willst. Ja? Also es ist einfach ein Ziel, ist eine allgemeine Absicht, was du erreichen willst. Mehr nicht. Ja, aber dazu gehört auch immer ein Purpose, ein Zweck, ja, ein Warum dahinter. Weil wenn du eine Entscheidung triffst oder treffen willst oder Entscheidung treffen musst,
Du hast aber kein Warum dahinter. Warum will ich denn das? Also warum will ich das Auto? Warum will ich die Uhr? Warum will ich das Haus kaufen? Oder warum will ich überhaupt Immobilienmakler sein? Ja, dann kannst du keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Ja, und das ist wieder etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Hier kleiner Seitenhinweis an der Stelle: Im Leben trifft man natürlich auch mal falsche Entscheidungen. Keine Frage. Die gute Botschaft ist, du musst im Leben mehr richtig als falsch machen. Und mehr richtig als falsch machen heißt also mehr richtige als falsche Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich schon das ganze Ding, ja? Also, weil dann bist du auf der Erfolgsspur, wenn du mehr richtig als falsch machst. Also wenn du dich für den richtigen Lebenspartner entscheidest, hast du schon mal viel richtig gemacht. Wenn du dich für den richtigen Bürostandort entscheidest, überhaupt eine gute Lage, wo du ein gutes Potenzial auch siehst, ja. Wenn du dich entscheidest, zum Beispiel mehr Leistung zu liefern, als der Kunde oder die Kunden erwarten, dann hast du auch eine super coole Entscheidung getroffen. Wenn du den Unternehmerweg einschlägst, ja, anstatt Einzelkämpfer zu sein, dann triffst du auch eine sehr kluge Entscheidung. Wenn du eine Entscheidung triffst, dafür dir nicht nur Wissen anzueignen, sondern es auch zu verstehen und vor allen Dingen dann auch noch umzusetzen und beizubehalten und zu beherrschen, dann triffst du eine weitere sehr, sehr gute Entscheidung. Ja, also das heißt eine Hülle von Entscheidungen. Also, das heißt erstmal, du weißt, was du willst. Zweitens, du weißt, was ist das Warum. Drittens, was ist eigentlich der Plan, den ich jetzt brauche, um diese Dinge, also Plan sind einfache Schritte zur Erreichung eines Ziels, okay? Also ganz, ganz einfach, einen ganz simplen Plan. Und auch hier, hey, es geht nicht immer darum, zu planen bis zum Umfallen und planen, 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 aber nicht zu starten. Da sind wir nämlich auch wieder dabei. Du musst lernen, schnell Entscheidungen zu treffen. Schnelle Entscheidungen sind gute Entscheidungen, ja? Insofern du natürlich in der Lage bist, alle Daten, die du brauchst, schnell zu beschaffen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du die entscheidenden Daten, ja, also was, wie, warum, wer, wann, dass du die wichtigsten Dinge einfach zusammen hast. Ein weiterer guter Indikator, Punkt für gute Entscheidungen, ist, dass du zum Beispiel hinschaust und sagst, wer kennt sich in diesem Bereich aus? Ja, wer kann mir hier Tipps und Empfehlungen geben? Das wäre jetzt im Maklerbusiness zum Beispiel jemand wie ich. Ja, weil ich habe über 30 Jahre Erfahrung in der Branche, speziell für Immobilienmakler, und damit bin ich natürlich einfach ein paar Punkte deutlich im Voraus zu jemandem, der vielleicht auch ein sehr, sehr guter Berater, ein super Experte ist, aber die Branche nicht in den Insights so kennt wie ich. Ja, weil das ist ein entscheidender Punkt. Was bringt dir die besten Prozesse, das beste System, wenn es nicht in der Branche etabliert ist oder wenn es nicht in der Branche ausreichend und umfangreich getestet wurde? Ja, und ein Insider, der sich auskennt, weiß natürlich viel mehr als jemand, der eben das noch nicht gemacht hat. Ja, und sagt, ja, ich bin erfolgreicher Unternehmer, ja, und ich bin super und ich bin toll und ich bin allwissend, ja, aber ich habe noch nie eine Immobilie verkauft, ja. Dann ist das eben für dich als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler nicht schlau. Also das heißt, was ist der Plan? Was ist die Expertise? Ist das vor allen Dingen jetzt, und das ist auch wieder eine sehr, sehr wichtige Sache, weil wir treffen häufig auch Entscheidungen für Dinge, die wir jetzt in dem Moment keine Notwendigkeit haben, die jetzt gar nicht wichtig sind und die du jetzt überhaupt nicht brauchst. Also das heißt auch eine gewisse Form, nicht nur gewisse, sondern am besten die höchste Form von einfach vernünftig zu sein. Was brauchst du jetzt wirklich? Was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist der nächste Schritt? Weil das, was dich sehr zerlegen wird, ist, wenn du erfolgreiche Aktionen machst und diese erfolgreichen Aktionen in irgendeiner Weise kaputt machst durch neue Dinge, die du einführst, weil du die jetzt einfach gar nicht brauchst und weil die jetzt in just in time überhaupt nicht notwendig oder überhaupt nicht wichtig sind. Ja? Deshalb ganz, ganz wichtig, so wie ich es gerade gesagt habe, also klares Ziel, zu wissen, warum willst du das, dann einen Plan zu haben und dann beschaff dir die Informationen, die du brauchst,
eignen dir gewisserweise auch die Fähigkeiten an, die du brauchst, um die Dinge vernünftig zu verarbeiten. Hol dir saubere Informationen, gegebenenfalls mach einen Testlauf, schau dir gewisse Dinge einfach an, um zu überprüfen, ob das, was du davor hast, auch wirklich funktioniert. Und wenn du alleine diese Dinge sauber beherzigst, wirst du in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Und hier nochmal als Makler ganz, ganz wichtig, von ganzem Herzen hier ein wichtiger Tipp. Wenn du in deinem Business aktuell einen Engpass hast, irgendwas nicht rund läuft oder du willst einfach dich verbessern, ja, dann hol dir auf jeden Fall den Rat, die Beratung von Leuten, die das, was du da draußen als Problem hast, als Hindernis, als Herausforderung, die das wirklich verstehen, die dich nachvollziehen können, die die Details in diesem Bereich verstehen können und darin auch entsprechende Rezepte, also Systeme, Prozesse, Strukturen haben und Lösungen bereits entwickelt haben, die du noch nicht hast. Und in diesem Sinne wirst du mit Sicherheit deutlich bessere Entscheidungen treffen. Und ich freue mich, wenn du hier in der Infobox klickst, eine Beratung mit uns vereinbarst, damit wir gucken, hey, was sind deine Entscheidungen, die jetzt anstehen? Was musst du jetzt wirklich nach vorne bringen? Was sind die richtigen Dinge, die du tun musst, damit du mehr richtig als falsch machst? Und ich bin mir sicher, dass wir dir dabei helfen können. Ja, und ich vor allen Dingen ganz persönlich. Und ich freue mich auf dich. Und ich wäre sehr froh darüber, wenn du einer unserer nächsten Testimonials bist, die sagen, hey, das war eine richtig coole Entscheidung, bei Bosbach zu starten und mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich verspreche dir, ich helfe dir. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin, ciao.